Hast du auch gehört, dass im kurzen Spiel man bloß beschleunigen muss durch den Ball oder ein Drittel, zwei Drittel oder solchen Sachen? Ich halte sie für einen Riesenmythos. Und jetzt zeige ich euch warum. Deswegen, weil wenn man Intensität in irgendeiner Art und Weise benutzt als Faktor in einem Schwung mit dem Chip oder Pitch oder Annäherung, es bedeutet, dass ich dann nicht mehr die Länge des Aufschwungs nutze, um die Länge des Schlags zu kontrollieren. Das macht das Ganze einfach noch komplizierter. Aus dem Grund alleine würde ich es nicht machen. Aber aus technischen Gründen würde ich das auch nicht tun. Und zwar, wenn jemand ausholt und dann bloß beschleunigt, man zieht zwangsläufig an dem Ende des Schlägers, wo die Hände dran sind. Und das hat einen Effekt an diesem Ende des Schlägers. Ich ziehe nach vorne hier und hebe somit den Schläger an. Der Schlägerkopf entfernt sich praktisch vom Boden, wenn ich das mache. Nicht nur das, das Leading Edge des Schlägers, also die vordere Kante, wird eher Richtung Boden gezeigt. Auch nicht so super. Also kurz vor dem Treffen ist der Schläger zu weit oben. Das Leading Edge will im Boden graben. Und jetzt muss ich irgendwas machen mit den Knien, um bloß unten anzukommen. Also vielleicht eine gute Intention, das mit dem Beschleunigen, aber dadurch hat man die Bewegung total kompliziert gemacht. In Wirklichkeit, ein Chip oder ein Pitch müsste eine der einfachsten Bewegungen knapp hinter Putten sein und es darf eigentlich gar nicht so schwer sein, den Ball zu treffen. Es sei denn, du leidest auch unter den Einfluss von solchen Mythen wie Beschleunigung. Wenn ich einfach den Schlägerkopf wieder runterschwinge zu dort, wo ich begonnen habe, habe ich mehrere Vorteile. Zum einen schwinge ich zurück zu meiner ursprünglichen Loftneigung. Das heißt, an meinem 52-Grad-Wedge habe ich wieder 52 Grad, wenn ich zum Treffen komme. Damit kann ich was anfangen. Da kann ich strategisch planen viel besser. Darüber hinaus komme ich zurück auch mit dem 8-Grad-Bounce auf meinen Schläger. Und nicht kein Bounce oder was auch immer. Plus, wenn ich zurückkomme, so wo ich angefangen habe, brauche ich keine zusätzliche Korrektur im Körper, um bloß den Treffmoment zu sichern. Also Beschleunigung vielleicht, aber hier im Schlägerkopf. Aufschwingen und mit dem Schlägerkopf beschleunigen, runter und um mich herum. Das wäre ein idealer Gedanken, um Chippen, Pitchen, Annäherungsschläge aller Art zu machen. Ist das Löffeln? Kommt der Schlägerkopf zu früh an? Möglicherweise, aber vielleicht eher nur dann, wenn mein Körpergewicht auf meinem rechten Fuß zu lange rumhängt, also eher eine völlig andere Fehlerquelle, als worüber wir sprechen. Sorg einfach dafür, dass der Schläger gerade nach unten ankommt und symmetrisch wieder wegschwingt und dann wirst du tolle Bälle treffen beim Pitchen und Chippen. Habe ich also ein bisschen Interesse geweckt, um mehr im kurzen Spiel herauszufinden? Ich glaube, es gibt so viel Potenzial, sich im kurzen Spiel zu verbessern. Ganz einfach, weil es werden diese alten Mythen immer weiter trainiert. Wenn du Lust hast, ich habe meine Kurse hier in Timmendorfer Strand mit meinem Kollegen Ian Holloway. Durch ganz Deutschland, in Bonn, in Achental sind wir demnächst, und auch wieder im Norden, in Hamburg. Ich habe auch meine Online-Kurse im kurzen Spiel. Wenn du so weit weg von mir bist, dass du nur online lernen möchtest und dir selber das ein bisschen beibringen willst, kostengünstig meine Online-Kurse. Und ich habe sogar eine Golfreise im November, wo wir primär das kurze Spiel machen, und zwar im November nach Alicante. Schau mal auf pauldyer.de vorbei. Und wie immer natürlich würde ich mich freuen, von euch hier unten in den Kommentaren zu hören. Bis zum nächsten Mal.